Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Guten Morgen und buenos dias zu unserem heutigen Morgentraining. Wir wollen uns durchbewegen, natürlich stabilisieren und kräftigen, uns hoffentlich fit machen für den Tag. Mach so mit, wie du dich wohlfühlst. Wir richten uns natürlich auf, denn wir wollen den Tag aufrecht gestalten. Komm in eine große Grätsche, deine Knie sind leicht gebeugt und deine Knie zeigen nach außen in Richtung Fußspitzen. Denk nochmal an dein Brustbein, aufrichten und lass dich ganz locker etwas durchbewegen, deine Schultern bewegen, vielleicht auch nochmal gähnen. Dann löst du die Schultern und nimmst deine Arme nach vorne und jetzt Fingerspitzen aufmachen, Handgelenke umbiegen, einatmen, ich zeige es dir so ein bisschen von der Seite. Öffnen, darfst auch gerne die Knie strecken, ausatmen, rund werden, Ellbogen fassen. Einatmen, öffnen und ausatmen, rund. Und das Ganze immer in deinem eigenen Tempo, mal höher und mal tiefer. Deine Arme variiere, auch mal rechts etwas höher als links. Deine Wirbelsäule bewegen. Die frontale Armlinie der Faszien aufdehnen, wenn du dich hier aufmachst. Die vordere Linie und hier die Rückenlinie. Nase ein, am besten Mund aus. Nochmal. Und dann bleibst du ganz rund, bleibst hier. Und öffnest deinen Oberkörper. Lass deine Hände jetzt langsam auseinandergleiten. Ich komme zu dir, fass deine Finger, kreis um deinen Kopf herum. Also ganz locker mit deinen Händen nach hinten. Schultergelenke mobilisieren und jetzt streck die Knie und nimm dein Becken mit, deine Hüfte mit. Langsam wieder zur Mitte zurück, kurz entspannen, Handgelenke lockern, Knie wieder beugen. Locker, locker. Weißt du noch, welche Richtung du gerade gekreist bist? Ja, gut. Dann geht es nämlich jetzt in die andere Richtung. Knie beugen erstmal. Und dann nimmst du dein Becken wieder mit. Mitgehen, kreisen. Und wieder zur Mitte zurückkommen. Auflösen. Handgelenke nochmal auslockern. Dann einmal rechtes Bein kreuzen hinten und du ziehst dich ganz weit mit den Handflächen nach oben, nach links, kommst zurück und wechselst zur anderen Seite. Deine ganze Seite aufdehnen und wieder zurück. Da darfst du ruhig so ein bisschen auseinanderziehen, dass du schon den oberen Rücken spürst. Nochmal ziehen und zur Mitte und ziehen. Immer in deinem Tempo. Jede Seite noch einmal. Und dann bleibst du wieder in der Mitte, lass die Arme locker und zwar nach rechts und links schwingen, Ferse mitnehmen, richtig große Bewegung, lass dich hier schlenkern, komm noch in die Rotation, vielleicht noch mehr, noch größer. Die Bewegung
Beine gehen weiter. Und jetzt nimmst du deine Hände vorn zusammen und lässt dich hier einfach um deinen Körper herumdrehen. Rechts und links. Wichtig ist, dass die Ferse anhebt, dass du dein Becken mitdrehst. Und langsam Knie in die Mitte, nur den Oberkörper nach rechts und links bewegen. Lass die Hände in Brustbeinhöhe. Diese Beweglichkeit in der Brustwirbelsäule, in der Rotation ist wirklich wichtig für einen gesunden Rücken. Komm zur Mitte zurück. Stopp! Und schließ deine Handflächen, Schultern tief und rüttle einen Moment hier. Ganz kleine, schnelle Bewegung. Stabilisiere deinen Oberkörper. Atme weiter. Noch vier. All die Muskeln rund um deine Wirbelsäule werden jetzt aktiv. Noch zwei. Und auflösen. Aufstützen auf die Oberschenkel, deinen Rücken nach rechts drehen, also linke Hand drückt, rechte Hand drückt, nimm deinen Blick mit. So hast du auch gleich deine Hüftgelenke, die du bewegst. Geh ganz leicht jetzt in die Bewegung mit, dreh dich. Streck deine Beine, also rechtes Bein, linkes Bein. Dehnung innen spüren, Mobilisation Hüftgelenk spüren. Wieder zur Mitte zurückkommen. Deinen Rücken rund werden lassen, Kopf rein. Rücken gerade. Rücken rund und während du die Bewegung machst, schließt du jetzt ganz langsam schon deine Füße, dass deine Fuß-, Fersen- und Großzehenballen geschlossen sind. Und immer noch Rücken rund, Rücken gerade. Rücken gerade halten und mit den Knien kleine Kreise beschreiben. Auch wechseln, andersrum kreisen, Kniegelenke mobilisieren und aufrichten zum Stehen. Jetzt roll deine Füße ab von der Fußspitze auf die Ferse. Denk jetzt an den Faden hier am Brustbein, an die Krone auf dem Kopf. Roll ab, so aktivierst du deine Waden. Die Venen pumpen, die das Blut zurück in den Körperkreislauf schicken. Also mal ganz bewusst abrollen. Kann man auch gut zwischendurch mal machen am Tag. Vielleicht denkst du mal dran heute. Größer werden, Knie hochziehen. Schau mal. Nur so hoch, dass du immer noch gerade sein kannst im Rücken. Rechts und links im Wechsel. Mach weiter, ich komme zu dir. Wachsen in Richtung Decke. Und jetzt kommt der Ellbogen zum gegenüberliegenden Knie. Das aktiviert unsere Gehirn, unsere beiden Gehirnhälften, die wir jetzt verknüpfen mit rechten Bein, linken Ellbogen, die wir da zusammen bewegen. Natürlich aktiviert das auch unser Herz-Kreislauf-System, oder? Und dann nimmst du die Hand zum Oberschenkel. Dreh dich. Langsamer werden. Immer langsamer. So, und jetzt halte eine Seite oben. Stopp. Gib Druck. Druck, 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 Druck. Bauchmuskeln spüren. Noch fester. Und wieder lösen. Andere Seite. Gib Druck, versuch die Balance zu halten. Ist gleich auch ein Gleichgewichtstraining.
Und wieder lösen. Nochmal. Und Druck. Fest, fest. Und wieder lösen. Oh, nochmal Druck. Es wackelt. Wenn es wackelt, ist gut. Trainierst du. Noch wieder lösen. Letzte Runde. Druck. Und lösen. Und Druck. Und lösen. Entspannen. Auslockern. Eine Übung noch dazu. Gehst du jetzt mit einem Bein zurück, vorne beugen, hinten strecken, spür die Dehnung. Mach dich ganz groß und jetzt versuchst du mit dem Ausatmen die hintere Ferse zu heben und dich gefühlt über einen riesengroßen Ball drüber legen, rund werden. Denn jetzt bleibst du hier vorne mit dem Oberkörper und streckst dich in die Diagonale. Schultern tief, Rückenstrecker spüren. Ausatmen, rund. Ein, diagonal. Vielleicht magst du auch hier kurz anheben. Nochmal rund. Stell dich ruhig breiter auf, dann tust du dir leichter. Halte einen Moment und richte dich auf, entspanne. Standbein auch, oder? Eine Seite noch, anderes Bein zurück, Arme öffnen, zuerst aufdehnen. Dann beugst du dein Knie, machst dich rund und schiebst dich nach vorne. Entweder tippst du. Oder vielleicht hebst du dein Bein gleich ab. Gleich nochmal. Atme nicht vergessen. Noch einmal. Halten und auflösen. Und mal rechts und links verlagern und die Arme mitschwingen. Ganz locker. Lass wirklich fallen die Arme. Dreh dich weit zur Seite. Versuch locker zu lassen, ohne Anspannung die Arme pendeln. Und kleiner werden. Ausschütteln, hüftschmal stehen, aufrichten, lockern, schütteln, rütteln. Jetzt kann der Tag kommen, jetzt haben wir die Muskeln gestärkt, die uns aufrichten. Gesäß und Rückenstrecker. Die Muskeln, die uns stabilisieren, die Bauchmuskulatur. Und jetzt aktivieren wir noch unsere Faszien, indem wir mal so richtig schnell schütteln, den ganzen Körper auslockern. Dann atme ein, Nase, atme aus, lass über die Seite die Arme sinken. Nochmal ein, über die Seite, ein, über die Seite, halte hier, Schultern zurück und atme aus. Entspanne dich. Vielen Dank fürs Mitmachen. Wie fühlst du dich jetzt? Aufgerichtet? Stolz? Sehr gut. Mich interessiert es natürlich, wie es dir jetzt so geht. Gerne unten kommentieren, netten Kommentar hinterlassen. Gefällt mir drücken, wenn es dir gefallen hat. Vielen Dank, wenn du Lust hast, meine Arbeit wertzuschätzen. Mit was es dir wert ist, kannst du das, wenn du auf deine Unterstützung unter dem Video klickst, kannst du das oder mich wertschätzen, indem du
eben draufklickst und entweder im Monat 5 Euro, 2,50, 10, 20, was du möchtest, hier anklickst. Du kannst es auch jederzeit wieder verändern. Vielen Dank auf jeden Fall. Ich freue mich auch, wenn du einfach so meinen Kanal abonnierst. Das ist kostenfrei. Natürlich freue ich mich auch, wenn du jemanden einlädst, sich mitzubewegen. Umso mehr Menschen sich bewegen, umso schöner. Oder ich freue mich, wenn ganz einfach wir uns beim nächsten Training wiedersehen. Bis dann und einen schönen Tag.